Auf jeden Fall jetzt nicht gut, nicht schlecht gespielt, die letzten Runden. Ja, Fand die ich waren schon ganz schön. gut. Ja, da war die Kommunikation war auch wieder besser. Da fand ich auch, waren schöne Oh, eine Runden. Tagesmap jetzt mal. Soll ich eine Armbrust? Oh, weia, Ja, geradeaus, ne? Das ist oh, der da kommt jetzt auch einzigste. wieder die Spinne. Das ist gut. Ja, die lieben wir ja auch. Ah, fällt ihm weg. Steht im Weg. Da ist schon eine Statue. Eine Hive ist da drüber. Kann jemand mal? Ich sehe nicht wo. Auf dem Dach da drüber ist die. Ihr müsst weiter nach links gehen, dann seht ihr die. Warum? Frag mich nicht. Keine Ahnung. Ja, du hast jetzt einen Amon angegriffen, der Stacheldraht hat. Also da musst du vorsichtig sein. Der macht Blutungsschaden. Ja, ich weiß. Ich bin verblutet. Kannst du denn so schnell verbluten? Keine Ahnung. Das ist das Verwunderliche der Sache. Schwere Angriffe zu machen mit dem Messer und nicht die leichten. Ich kann eh nur schwere Angriffe machen, wenn ich Messerangriffe machen will. So, da ist der nächste Hinweis. Die Schüsse kommen von rechts. Okay, sein, dass wir rechts noch ein Team haben wahrscheinlich, ja. Also ich würde sagen, wir gehen Richtung Eisenhütte, ja, noch weil ziemlich weit links. Ah, fuck! Krähen. Okay, der eine Boss wird schon gemacht. Oh, das ging aber schnell. Ja, wahrscheinlich waren die direkt da. Hatten wir doch auch schon. Dahin, ne? Ja. Entfernte Schüsse von rechts. Wer hängen hier alle drei auf einem Haufen? Das ist doch Kacke. Ja, einer muss halt killen, der andere muss den Clou holen. Ja, aber der dritte muss hier auch noch reinkommen. Nee, der dritte muss auch nicht reinkommen. Da ist ein Clou. Richtung fortgehen wir. Südost. Das wäre welche Richtung? Wo ist der auf 105? Okay. 105. Entschuldigung. Entschuldigung, ich hatte schon gedrückt. Wenn wir den Boss machen, weil dann kriegst du deinen Lebensbalken nie wieder. Das war jetzt mal. Mein Gott, hier sind aber ganz viele von den Dingern. So laut sagen. So. Rein. Weißt du, Halle, ich hab so komische Köder, damit kann ich auch die Lampe kaputt machen. Ah!
Wer war das? Und schon wieder tot. Wegen was? Wasserteufel. Steht das da, dass du wegen Wasserteufel gestorben? Ja. Das Wasserteufel drin. Bitte? Du musst deinen Puck wieder eingeben. Das steht doch da. Für alle Blinde unter uns. Nee, du hast einen PIN eingegeben, nicht den Puck. Sag ihr, dass der Puck auf ihrem Zettelchen da steht, was sie bekommen hat. Wenn ich Zeit dafür hätte, würde ich das ja sagen, Alia. Ja, ich dachte, ich steht noch neben dir. Nee, es ist weg. Diese Runde habe ich irgendwie Kacke am Arsch. Wieso? Ich war mal gestorben, deswegen. Das ist ja auch nicht die Regel bei mir. Ja, oder so. Ah, da hinten ist so eine Statue. Ja, gut gesehen. Und die Statue. Ja, wir müssen doch eh nicht alle drei zum Klug. Boss ist hier. Boss ist weiß. Okay. Hat jemand noch was Brennendes oder Giftiges? Nee, hab ich nicht. Ich hab was Brennendes. Ja, ich bin weg. Also der Clou schreit auf jeden Fall nicht. So, auf zum Boss. Boss ist wieder da in dem hinteren Teil. Drin. So wie vorhin auch. Denke ich mal. Was will der von mir? Ich weiß es nicht. Der ist gerade weg an mir vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, was der von dir will. Weil du ein Mädchen bist. Haha, sehr witzig. Das fand ich schon. Hier kommst du nicht lang. Ich mache euch gleich die Tür da unten wieder auf. Achso, okay. Ich seh die Spinne. Hier ist offen. Kraftbombe ist dran. Drin. Platz da. Raus! Wieso brenne ich? Weil du auch. Die brennt. Ah, pass auf. Ja, toll. Das ist ja ganz toll. Wieso? Wie kommt der denn jetzt hier? Durch die Tür. Ah, Balken ist davor, sehr gut. Der andere Bounty ist noch in ihrem Compound auf jeden Fall. Die kämpfen da wahrscheinlich noch. Oh, vor der Fenster ist eine Bärenfalle. Hier beim Aufzug ist wieder eine Falle. Hier ist noch eine Tür, die verbarrikadiert werden muss mit einer Falle am besten. Ja, aber. Hier ist noch. Und leider nicht, aber so geht's. Hier habe ich jetzt auch eine Falle. Wieso machst du da eine Falle hin? Da kann keiner raus. Weil's da. Wo ist denn die Tür? Ja, da. Ach, das ist ein Aufzug, das ist keine Tür. Da liegt doch schon eine Falle. Ja, warum sagst du denn, ich soll da eine Falle hinmachen? Ich hab so eine Falle hinmachen. Weil ich dachte, das wäre eine Tür. Weil du sagtest, das wäre eine Tür. Nein. Hier ist eine Tür, aber da ist schon eine Falle drin. Nee, das ist ein Aufzug. Och, Alter. Ja, sorry. Also, wenn man sich da nicht richtig ausdrückt, dann kann ich so falsch verstehen. Hä?
Ja, Aufzug ist für mich Aufzug, Tür ist für mich Tür. Ist jetzt egal. Bin daran jetzt so schwer. Hier runter. Oh, war ja klar. Und da kommt was geflogen. Oben. Ziemlich fies. Also haben wir auf jeden Fall ein Gegnerteam hier und das Bounty-Team kommt auch noch. Also erstmal ausharren, bis das Bounty-Team kommt. Wenn du jetzt auf die Leiter guckst, brauch ich da nicht mit. Gut. Also ich bin hier. Für Schritte. Kommt wieder was? Das war beim Aufzug. Auch nichts passiert. Nicht Schritte auf null. Hier sind Schritte 270. Der ist hier auf dem Dach. Hat mich nicht gesehen. Da kann sein, dass wir über die Leiter kommen. Na, Schritte in 300. Komm, einer muss die jetzt picken, bevor die gleich schlürfen, da mit diesem, der Schlange oder so. Gut. Ich schaue jetzt. Oh. Ja, ich muss dir rennen. Du willst nur jetzt so sitzen, also Position. Über uns ist auf jeden Fall ein Bounty gestorben. Wir lassen die sich erstmal bekämpfen. Genau. Position wechseln. Sie wissen, wo du bist, Mathis. Ich bin dahin gelaufen. Naja, wenn ich einen Kopf sehe, schieße ich drauf, aber sonst lassen sie sich bekämpfen. Sollen die beiden sich da erstmal bekämpfen, die beiden Teams? Ja klar, aber wenn ihr einen Kopf seht und denkt, ihr könnt drauf schießen. Da oben, das Bounty wurde gerade aufgenommen, ich sehe aber nicht von wem. Ups. Hat seine Falle ausgelöst worden? Ja, ja, im Aufzug durch die Granate. Scheiße. Ritzt sich gerade irgendwo einer? Ich hör's. Da oben irgendwo. Das Bounty kann aber nicht genommen worden sein, weil es hat noch die gleiche Farbe. Es hat aber die Person gewechselt. Ja. Das kann sein, aber nicht das Team. Doch. Warum hat es dann noch die gleiche Farbe? Weil die rot ist. Rot ist gegnerisches Team. Blau und weiß sind wir. Ah, okay. Danke, dass ihr mir das erklärt. Also, hier über mir ist auf jeden Fall noch derjenige, der da hochgelaufen ist. Ich kann eigentlich sehen, wo die Bounties rumhängen. Die Bounties hängen. Er ist jetzt über mir. Also, das sind nicht die Bounties, weil die hängen nördlich von uns. Nee, einer von den Bounties ist genau über uns. Ich weiß nicht, was du da siehst. Da kommt wieder was. Ja, stimmt, einer ist über uns. Wo auch immer ist, weiß ich nicht. Hier bei mir. Da an der Leiter war's. Ja, lass ihn mal ruhig weitermachen, wenn er Spaß hat. Ja, nee, das ist nicht witzig. Ja, irgendwann hat er ja nichts mehr. Er kann ja nicht mehr als drei haben. Ja, ist ja klar, die können auch durch die Sicht gucken, wo wir sind. Stimmt. Sicht. Und auch das ist irgendwann verbraucht. Ah, da weiß aber jetzt, wo ich bin, also ich muss wechseln. Wir haben ja noch 30 Minuten. Ich glaube, einer geht gerade eine Leiter runter, so wie sich das anhört. Der Leiter ist bei Alea da in der Ecke, die kann da drauf gucken.
Da geht niemand runter. So, und am Aufzug ist auch noch keiner. Kann eine Außenleiter sein. Vielleicht trifft er sich wieder mit seinen Kollegen draußen, weil er alles verschmissen hat, was er hat. Das klingt so, als ob der hier 45 ist. Alea, passt du auf, dass er dich nicht von außen sieht. Denkst du, so geht besser? Ich weiß es nicht. Das musst du von deiner Position aus beurteilen, ob er dich sehen kann durch die Fenster. Denk nicht. Also ich sehe von mir aus nur... Da sitzt einer oben. Das war von oben. Da ist irgendeiner in irgendwelche Fallen gelaufen oder so. Ist down. Kam die Leiter runter. Ah, der zweite kommt jetzt auch. Ich wollte Alea gerade aufhelfen. Scheiße! Ah, hätte ich es mal gelassen. Ich dachte, ich stehe da safe. Der geht über das Dach. Geh nicht das Bounty holen. Weiß nicht, ob da nicht noch einer sitzt. Über dir ist einer. Genau. Ah! Das war daneben! War den Versuch wert. Naja. Aber ist das so ihn? Ich kann versuchen, euch aufzuheben. Wenn er oben ist und du stellst dich weit genug rechts, das habe ich ja auch versucht, ne? Dann dürfte er dich normal nicht sehen. Und ich stand genau an der Wand. Also die sehen dich da oben. Sehr gut. Schade, dass er es überlebt hat. Ja, mit einem Strich weniger. So muss man es einfach sehen. Hat sich jetzt geheilt. Ja, ja. Armbrust schön, ne? Mhm. Aber der hätte eigentlich tot sein müssen durch die Armbrust. Er heilt sich erstmal. Ja, dann konnte er nicht mehr viel haben. Er hat sich zweimal geheilt. Achtung, über der Kanne, der kann er auch sehen. Auf. Was war daneben? Naja, was, wenn mir nichts mehr einfällt, dann machen wir halt das. Oh. Da runtergesprungen? Ja. Mhm. Also vor der Fenster liegt eine Falle. Vor der Tür auch. Ah ne, die Tür ist verschlossen. Ruhe!
die ist verbarrikadiert. Er hat es aber versucht. Nein, Sicht. Jetzt könntest du natürlich versuchen, uns aufzuheben. Er geht wieder aufs Dach. Geht wieder aufs Dach, ja. Da ist er. Da steht er. Ja, aber ich treffe ihn dadurch nicht. Weil es Metall ist, ne? Ja. Dann müsste ich jetzt andere Munition haben. Steht er da? Ja. Ich liebe diese Munition, die macht nämlich auch Blutungsschaden. Man hört's. Jetzt haut er sich eine Spritze rein. Jetzt geht er aufs Ganze. Das Letzte, was er hat. Oh. Denk dran, über dir ist auch eine Luke. Da kann er nicht durchschießen. Klingt wie über dir. Er lädt erstmal nach. Also er bereitet sich vor. Wieder erwischt. Das ist wieder am Bluten. Mhm. Viele Möglichkeiten hat er jetzt wohl nicht mehr. Noch eine Spritze. Das wird aber die letzte sein. Mehr kann er nicht haben. Schon ungewöhnlich, dass er zwei hat. Tot. Tot.
Ah, fuck. Papa, nimm du die Trophäe. Hab ich. Die andere liegt, glaube ich, oben. Also ist alles weiß. Das ist die zweite Leiche. Da hat es doch zwei von oben runtergefällt, oder? Ja. Ich muss ja mal looten, dass ich wieder Dings habe, ja. Einer liegt hier. Ach, da liegt der andere. Hier liegt keine Trophäe. Hä? Ist da aber eigentlich. Hier liegt keine Trophäe. Upsala. Vier Mann? Wie kann das denn jetzt sein? Den hättest du doch normal gesehen. Also hier liegt keiner, also liegt irgendwo noch hier draußen die Trophäe wahrscheinlich. Also es ist kein Spieler hier innerhalb des Kreises. Da ist da, wo sie die anderen erschossen haben, da wird wahrscheinlich die Trophäe liegen. Wahrscheinlich sogar hier weg. Oben. Naja. Also einen höher wird die wahrscheinlich liegen. Weil wir Glück haben. Wow! Aua. Ja. Hier liegen nämlich auch nochmal zwei Hunter. Ausgebrannte. Ich guck mal auf der Karte. Den hatten wir schon. Also irgendwie spinnt mein Spiel. Die zeigt da immer noch drei Trophäen. Ah nee, das stimmt. Drei Trophäen an, die nicht bei uns sind. Hä? Also guckt ihr mal auf der Karte. Also ich sehe die dritte Trophäe genau jetzt in meine Blickrichtung. Da irgendwas muss es sein. Wie weit entfernt? Ja, hinter der Mauer vielleicht. Deswegen sehen wir sie vielleicht auch nicht, ne? Wo war jetzt die Leiter, um runterzukommen? Seite, ich hab's sie gefunden. Hier draußen ist sie. Ja, sag ich doch. So, wir haben alle Trophäen. Und jetzt raus. Wir sagen, wir können jetzt rausgehen. Ja, würde ich auch sagen. Wenn ich erschossen werde, sterb, bin ich übrigens tot. Deswegen gehen wir jetzt raus. Matt, das ist da. Also eigentlich hier raus. Haben wir alle vier Trophäen jetzt. Gesehen. Ich liebe diese schöne Munition, ey. Jetzt frage ich mich, warum ist jetzt ein Strich noch weiß? Das ist den, den du hast. Du weiß, Team blau. Ah, okay. Gegner rot. Das heißt, Alea hat eine Trophäe, du hast zwei und ich habe eine, oder was? Ja, ihr habt jeweils eine, ich habe zwei. Okay. Da. Die Richtung. Da ist ein Teufel im Wasser. Ja, das geht über die Brücke. Wir haben gerade zwei, also zwei Teams sind ja ausgerottet, auf jeden Fall. Wenn zwei Teams ausgerottet sind. Wir sind das dritte. Also wie viele Spieler haben wir jetzt gekillt? Drei. Und zwei lagen noch oben. Das heißt, nee, das war das andere Bounty-Team, die waren auch zu dritt. Und das Bounty-Team wird wahrscheinlich auch ein Team erschossen haben. Sechs. Also sechs wissen wir. Das heißt, mit uns sind es neun. Also ein Team fehlt noch. Tief erledigt, weil die auch gefaltet sind. Ja, also müssen wir die Letzten sein, es ist sonst keiner mehr da. Richtig. Ja. Es sei denn, es gibt noch ein
Duo oder sowas und dann ja. Also eigentlich könnten wir auch noch Items sammeln, mir ist egal. Ja, lass uns das machen. Ja, paar Zombies killen, paar Items sammeln. Hier können wir noch was sammeln, glaube ich. Hier ist Geld. Geld? Hier ist auf jeden Fall das Schiff. Wir könnten auch rausgehen, mir ist egal. Also. Nee, lass uns die Umgebung noch ein bisschen looten, das sehe ich auch so. Wir haben ja noch ein Viertelstündchen Zeit. Es dürfte eigentlich keiner mehr leben. Okay, erschießen gilt nicht, sei hiermit gelernt. Aber ich glaube, waren wir hier nicht schon, oder? Ja, wir waren nicht. Ja, ich habe da irgendwie so ein Gefühl, dass wir hier schon mal waren. Ja, wir waren hier auch schon. Dann müssten wir jetzt über die ganze Karte zurücklaufen und da habe ich jetzt keine Lust. Stimmt, ja, hier habe ich alles rausgeholt gehabt, da die ganzen Geier. Und ich habe hier alle Käfige angezündet. Oder zumindest zwei. Ah ja, gut, dann gehen wir raus. Und jetzt hier. Hier liegt noch Geld. Was macht ihr denn da schon wieder? Hunde töten. Ja, wir können uns ja eigentlich noch ein paar Zombies suchen. Noch Punkte. Hallo? Nichts gesehen. Aber hier waren wir doch überall, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Wir sind doch im Waffenlager oder so gespawnt, meine ich. Da haben wir jetzt zweimal hintereinander die gleiche Karte gespielt. Von daher ist es ein bisschen schwierig, jetzt noch zu sagen, wo wir waren und wo wir nicht waren. Wo waren wir zuerst? Also, da müssten wir ja jetzt in die ganz andere Richtung da laufen. Genau. Nee. Ja, mir ist egal. Wir können ja noch ein paar Zombies töten. Also wir können noch nach oben zur Battery auf jeden Fall, weil da waren wir definitiv nicht. Ja, dann machen wir das. Ne? Wir haben noch 12 Minuten. Ja, die Zeit müssen wir jetzt natürlich auch beachten, ne? Ja, ja, klar. Nicht, dass wir wegen Zeitmangel verlieren. Kommen wir gleich zum Schützenspiel ein bisschen üben hier. Also Richtung Norden. Ja, da, den Compound, ne? Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Aber ist cool, Server ist clear, das ist doch schön. Tja, das haben wir auch noch nicht gehabt. Absolut sicher, alle 4 Bounties, das ist Premiere. Oder sind wir in dem Compound gestartet? Werden wir gleich sehen. Hive. Sehe den Kopf nicht. Oder zwei Hive. Ja, ist doch schwierig mit der Pistole. Ja. Problem war ja gerade auch bei den Typen. Die Kohle ist halt einfach nicht so schnell. Dann. Ja, deswegen konnte ich leider immer nur einen Schuss auf den machen. Ja.
Ah, hier sind Handdollars. Hab. Schön einfach hier rumzulaufen und zu killen, wie blöde. Das kannst du, wenn du Solo bist, auch. Nur musst halt so arbeiten, dass dich kein anderer hört. Ne? Naja, klar. Also da laufe ich auch komplett Silence. Silence Bini, Silence Pistole. Die habe ich nicht gesehen. Wo ist mein Pfeil gelandet? Acht Minuten. Wir sollten uns auf den Weg zurück machen, Flash. Oder wir gehen nach oben raus. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen nach. Aber es. Ah, komm, lass uns in. Doch, wenn wir jetzt über die Love Station laufen. Oder über Blanks. Ja, komm, dann lass uns los. Lass uns nicht reden, lass uns los. Also 50 Punkte machen, das wäre cool. Dann habe ich auf jeden Fall die 400er Dings erreicht. Dollars. Da vorne auf dem Sims. Ah. Ja, durch den Kapron könnten wir noch laufen und dann müssen wir aber oben nach bisschen nordöstlich raus da. Hat einer eine Bombe? Nee, eine Haftbombe habe ich nur noch. Ja, hier ist so ein Fetter. Ja, den kann man damit auch töten. Aha. Wo ist er denn? Ja, auf meinem Ping. Oh, ich sehe deinen Ping nicht. Da. Ah, hier ist eine Figur. Ah, ich glaube, das war zu weit weg. Reicht noch nicht. Hab noch. Wow, 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 wow. Was ist denn Aua? Ja, der fette halb. 5 Minuten haben wir nur noch, Leute, ne? Ah. Ich liege, der hat mich. Oh, lol. Danke. Ich hab nichts mehr zum Heilen, sorry. Okay, wir müssen. Nordosten. Ja.
Jetzt eher Osten. Hm? Osten. Na, Hive. Ganz schön noch nach Osten. Wieso? Wenn wir jetzt gerade so laufen, dann passt das. Von der Zeit her ist das machbar. Okay. Ich mach mir keine Sorgen. Ich mach mir keine Sorgen. So einfach nur dahin müssen wir. Tja. Da bin ich ja richtig froh, dass ich sicherheitshalber den Typen in Rente geschickt habe. Warum? Oh, guck mal, hier kann man sich nochmal aufmunitionieren. Ja, hätte ich doch noch schön leveln können jetzt hier. Mission endet in 4 Minuten. So, und der Ausgang ist hier vorne. Na toll, und ein Wasserteufel. Zwei Wasserteufel. Nee, das ist einer, der sich so, ich weiß nicht, ganz komisch bewegt. Du hörst mich auch nicht, ne? Hat meinen Siegestanz gerade vollzogen. Ah, wie geil war das denn? Ich sage, wir müssen tagsüber spielen und nicht abends. Ja, waren jetzt auf jeden Fall die leichteren Gegner, ne? Ja, absolut. Also die Profis sind nicht da. Ja, das und tagsüber ist man fitter als abends. Das auch, ja. Wobei, so wenig Schlaf wie ich habe, kommt das nicht wirklich aufs Gleiche raus. Ne? Naja. Gucken, was wir für Punkte hier kriegen. Das werde ich jetzt genießen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wow. Oh, 8000 für den Hunter und 2000 fürs Level. Puff. 3 Jäger getötet. Acht Zombies haben wir erledigt. Als ich wusste, ich konnte frei schießen, habe ich echt wie ein Berserker nur noch rumgeschossen. Ich glaube, wir sammeln nicht immer nur Handdollar ein, sondern auch Blutmarken. Ich habe irgendwie 50 Blutmarken bekommen. Ja. Du bekommst für manches Blutmarken. Oh, Schwarmbombe freigespielt. Schön. Täuschung, 25 Mana. Also, nee, weniger als 25. Oh, guck mal. Schön. Taktisches Zubehör. Ich will gar nicht mehr aufhören, hä? 21! Von 0 auf 24, also von 1 auf 24 gelevelt. Wow. 2160 EP für Monstertötungen. Mein Gott, ey. Das war. Für die Monster als für die 3 Jäger. Das war ja nice. Das war ja nice. Freischaltung. Kälte, Conversion, Uppercut. Boah.
Also für die letzte Munition von der Conversion, also für die Uppercut-Brandmunition, habe ich schon 70% in der Runde gespielt. Nice. Ich hab ja vorher 18.000, ich habe jetzt 20. 2.000 haben wir verdient in der Runde, ey. Leck mich am Arsch. Jetzt bin ich ja überlegen, schicke ich den 34er jetzt in Ruhestand? Ja, ich denke 34er. Ich hab 31. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hab den jetzt von 1 auf 24 gelevelt, ey. Leck mich am Arsch.